Schönen guten Abend. Ja, da ist sie, die nächste Pokalsensation. Nach Karlsruhe und den Bayern musste gestern auch die Eintracht aus Frankfurt dran glauben. Mit 2:0 kicke der 1. FC Saarbrücken den nächsten Bundesligisten aus dem Pokal, der FCS, der Pokalschreck. Frank Rundheber. Achtung, da kommt ein liebevoller Klaps. Kai Brünke wusste spätestens dann. Jetzt startet die Party. Auf jeden Fall. Jules, komm mal her. Was machen wir heute? Was machen wir denn heute? Einen Absacker trinken. Einen Absacker. Ja, auf jeden Fall. Haben ein paar Firebeasts an der Mannschaft. Es wurde ganz sicher mehr als ein Absacker. Das Team feiert bis spät in die Nacht. Nicht in Worte zu fassen. Absolut verdienter Sieg. Es hat sich super angefühlt auf dem Spielfeld. Die Mannschaft hat das, glaube ich, herausragend wieder gemacht. Ja, sensationell einfach. Und ich freue mich brutal. Zunächst bleibt die Freude aber im Hals stecken. Denn Brünkers 1-0 kassiert der Schiedsrichter wieder ein. Zum ersten Mal VAR-Check bei einem Spiel des FCS. Und der ergibt Foul von Naifi. War schon die Enttäuschung dann zu spüren. Und hat man im ganzen Stadion gemerkt, dass man ja, nach dem Jubel dann wieder sich nochmal fangen musste. Aber ich glaube, auch direkt danach war eine gute Stabilität da. Mehr als das. Saarbrücken ist besser. Ist das Team mit den klareren Chancen. Kai Brünker hat erneut das 1-0 auf dem Fuß. Frankfurt kommt im gesamten Spiel nur zu einer einzigen Großchance. Hier hat Saarbrücken Glück, die Eintracht ansonsten ohne Esprit. Es ist immer die Frage, eine Mannschaft ist ideenlos, vielleicht macht es die andere Mannschaft aber auch gut. Und von daher, glaube ich, haben wir das einfach gut gemacht, haben die Räume gut geschlossen und entsprechend dann vieles einfach vom Tor weggehalten. Und dann startet der Underdog durch. Brünker darf endlich sein 1-0 erzielen. 64. Minute, jetzt zählt sein Treffer. Langer Ball, wie das ganze Spiel eigentlich. Dann Amin Naifi legt ihn mir super ab, nimmt einen Kontakt mit rein und schließt damit links ab. Dass er so super den Fuß verlässt, natürlich mit einem schwachen Fuß, ist natürlich sensationell. Und Saarbrücken legt noch einen obendrauf. Luca Kerber, das 2:0, der wohl wichtigste Treffer seiner noch jungen Laufbahn. Definitiv, kann ich nur zustimmen. Um ehrlich zu sein, bin ich gerade im Moment noch ein bisschen sprachlos. Ich glaube, wir haben wieder ein Wahnsinnsspiel abgeliefert hier schon, wie gegen die Bayern. Und ich glaube, es war auch doch nicht unverdient, der Sieg am Ende des Tages. Der FC, er kann nicht nur Bayern, er kann auch Frankfurt. Die Republik hat gesehen. Saarbrücken hat erneut die Krallen ausgefahren. Der Drittligist, er steht im Viertelfinale. Und na, gibt's denn da ein Wunschlos? Habe ich keins. Kann kommen, wer will. Ja, und wer denn da kommt, das entscheidet sich bereits am kommenden Sonntag. Da werden die Viertelfinalpartien ausgelost ab 19:15 Uhr im Rahmen der Sportschau im Ersten.